So, das heißt. Oh ja, sie stöhnt. Okay. So, wir gucken erstmal vorsichtig raus, wo diese. Ich versuche die Fensterrolle zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Jetzt fängt der Spaß richtig an. Gott, hier geht die Munition flöten. Was soll ich machen? Jill beschützen, okay. Auch ein Stromfresser, okay. Ja, ihr seid mir zu viele hier. Dann geht die Tür zu. Oh. Ach komm schon. Finde den Schalter, er muss irgendwo sein. Hä? Da, toll. Nee, nicht doch einer. Carlos! Sie kommen durch die Tür! Toll! Ist das eine Scheiße mit den Granaten? Sag ich doch, ist das eine Scheiße. Na toll. Huch.
Lad nach, Mann! Jetzt bin ich am Arsch. Welchen Zünder? Carlos, vielleicht kannst du den Pfeiler mit dem Sprengstoff umhauen. Bist du dir dumm? Okay. Doch nicht. Ich wurde dazu gezwungen, ja, es war nicht meine Idee. Aber der Pfeiler hat alles gestützt. Nicht. Carlos, alles okay? Nee. Nicht wirklich. Aber zumindest ist es vorbei. Ich komm zurück. Der Impfstoff wirkt. Gut. Der stirbt. Na sicher. Was hast du denn vor? Die ganze Stadt wird bald hochgejagt. Komm schon, Mann. Sprech mit der Regierung. Sag ihnen, wir haben ein Mittel. Verschaff uns Zeit. So ein Teufelskerl. Alle weg. Tja. Ein Glück, dir geht's gut. Hab gute Nachrichten. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Ein Traum. Schieß mich, das ist der einzige Weg. Wo bin ich? Was ist passiert? An alle Einwohner. Der Raketenschlag gegen Raccoon City startet in wenigen Stunden. Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten. Sie werden nicht überleben, wenn sie in der Stadt bleiben. 1. Oktober. Evakuieren Sie jetzt. Ich wiederhole. Das kann nicht sein. Dies ist kein Test. Ich sag ja, wir müssen mit ihr jetzt nochmal durch das Krankenhaus. Voll blank geschossen alles. Durch den Nemesis. Okay, Minengranaten, immerhin. Schroti raus. Was sagt meine Dings hier? Wir können ein bisschen was mischen. Wir haben eine Handgranate, eine heilige. Okay, wir haben einmal, zweimal Heilung. Ich glaube, das reicht. Okay, ja, schlafen, das geht definitiv nicht. Da stimme ich dir zu, Kata. Und hi. So, was sagt die Uhr? Oh, sieht gut aus. So, wir müssen also... Das Gute ist, wir kennen jetzt... Was ist das hier? Wir kennen jetzt... Oh. Feuerstoßmodell. Ich habe eine neue Pistole. Die hoffentlich aber dieselbe Munition benutzt.
9mm, 9mm mit 33 Schuss, mit 33 Schuss. Im Schnellfeuer möchtest du in kurzer Zeit viel Schaden zu G18 Feuerstoßmodell. Ja, jetzt ist die Frage, ich meine, die ist vom Platzverbrauch geringer, ne? Aber da sind 31 Schuss drin. Wie läuft denn das eigentlich mit den Schuss? Ja, es sind da 31 Schuss drin, ist doch kacke. Kriege ich nicht rausoperiert. Schade. Aber wie gesagt, das sind einfach mal zwei Slots und ich glaube, das ist hier an der Stelle besser angebracht. Haben wir noch irgendwas hier in dem Raum? Hey, Sonnenschein. Du hast mich gerettet. Einen Scheiß habe ich. Das war Carlos. Er hat dich hergetragen und selbst behandelt. Verrückter Kerl. Wo ist er? Wieder los. Bart hat Impfstoff im Keller. Ein Hoffnungsschimmer für die Stadt. Er glaubt, er schafft das allein. Ich werde ihm nachgehen. Warte, hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft. Ich versuche, jemanden zu erreichen, der in der Lage ist, das zu stoppen. Überlass ihm das. Er ist Profi. Ich auch. Na. Okay. Ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Die Lage ist tief unter diesem Krankenhaus. Hab den Kontakt zu Carlos verloren. Erwarte also Ärger. Halt, war da was? Nö. Aber hier in der Lobby muss noch was rumliegen. Wurde ja viel geballert. Wo soll hier was rum? Es ist rot. Also, ach, warte mal, vielleicht ist der Raum dazugehörig. Hä? Es ist rot, aber hier ist ja nichts weiter. Was machen wir jetzt am besten? Können wir die hier... So, dann verstauen wir die kurz, holen uns das hier dazu, benutzen das damit... holen uns das wieder dazu. Sehr gut. Ist aber verwirrend. Also laut System steht hier, hier soll irgendwo was sein noch, ne? Aber ich bezweifle es. Der stöhnt schon so komisch. Wer hat denn eigentlich die Kisten hingestellt? Die waren vorhin definitiv nicht da. Also nicht, dass ich jammern würde, aber trotzdem. Das packen wir mal sicherheitshalber auch zurück. Und speichern dann nochmal. Kann ja nicht ahnen, dass es hier verstauen. So.
Sicher, sicher. Ich mag nämlich keine unliebsamen Überraschungen. So. Was ist da drin? Munition bestimmt. Ich habe die Waffe noch nicht mal. Okay, es gibt bald eine neue Waffe. Wenn ich hier Mag-Munition bekomme, dann haben wir bald so eine Krach-Bumm-Waffe. Hier könnten wir theoretisch in den Innenhof gehen. Praktisch aber nicht. Es dürfte ja eigentlich auch gar keiner mehr drin auftauchen, weil, ne? Alle tot. Wo immer der Sprengstoff herkommt. Okay, hier ist nichts. Wir können den Sprengstoff nicht mitnehmen, leider. Weil wir keinen Platz haben. Typisch. So, dann gehen wir... Hier ist was zum Aufmachen. Okay, müssen wir uns später abholen. So, was haben wir für Möglichkeiten? Im OP-Saal ist anscheinend auch noch was. Wie auch immer das Vieh dahergekommen ist. Hier haben wir nämlich Kraut. Warte mal, ich muss das, glaube ich, einmal anfassen, ne? Ne, brauche ich nicht mehr. Ich muss bloß dicht dran langlaufen, dann wird es auf der Karte markiert. Gut. So, dann bleibt nur der Weg hier. Ich dachte, da kommt jemand. So, und wir müssen irgendwie... Kommen wir aus dem Innenhof raus. Das bringt uns nichts. Wie kommen wir bloß zurück? Na. Einmal schrecken, bitte. Müssen wir wahrscheinlich wieder übers Dach, ne? Ja. Ich denke mal, da wird jetzt eine Action sein, auf dem Dach. Oder auch nicht. So, was haben wir? Wir gehen erstmal in den Aktenraum zu speichern. So.
So, können wir irgendwas wegpacken? Da war noch nicht die... Na, wahrscheinlich kriegen wir die Mac. Oh. So, alles durchdeklinieren, okay. Der ist geladen. Oder warte mal, halt. Ne, wir haben insgesamt 10 Schuss von den Säuregranaten. Okay, gut zu wissen. Nochmal wegen der Änderung speichern.